Der ehemalige Bundesverkehrsminister und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer zieht sich aus der Politik zurück. Scheuer schreibt in einer Mitteilung an die Mediengruppe Bayern, er lege nach dem heutigen 1. April sein Mandat als Mitglied des Deutschen Bundestages nieder. Zu seinen Beweggründen will sich der 49-Jährige nicht ausführlicher äußern, betont aber ausdrücklich, dass es sich nicht um einen April-Scherz handele. Scheuer war fast 22 Jahre Mitglied des Bundestags. Er war Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, CSU-Generalsekretär und schließlich bis 2021 Bundesverkehrsminister. Sein Name ist eng mit dem Desaster bei der Pkw-Maut verbunden. Die Gebühr wurde von der CSU im Wahlkampf als Ausländermaut propagiert. Vor dem Europäischen Gerichtshof scheiterte sie, weil nur ausländische Autofahrer zahlen sollten. Da das Bundesverkehrsministerium mit den vorgesehenen Betreibern schon vor der Gerichtsentscheidung Verträge geschlossen hatte, musste der Bund schließlich 243 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Unlängst geriet Scheuer auch im Zusammenhang mit der Fördervergabe von Wasserstoffprojekten in seiner Amtszeit in die Kritik. Das sind die Eckpfeiler.